Platz war? Ich weiß. Wovon? Universal. Yeah. Oh! Das Lock hier. Leute, was geht ab? Peace, euer Junge Simon Days. Ich bin immer natürlich mal wieder mit Inisa. Eine nette Dame, Leute. Und heute habe ich mir überlegt, machen wir einmal ein bisschen, was ist teurer? Und du musst hier hingucken. Hier ich oder Simon. Hier. Es ist super simpel. Wir haben hier ein Quiz und wir müssen einmal raten, was ist teurer? Und ich denke, kennst du dich ein bisschen aus mit so pricey-micey-Geschichten? Alles klar. Ja, ich nicht so. Deswegen, schauen wir mal. Er fährt ein Labor. Ja, aber ich weiß. Ja, ihr findet hier auf dem Kanal jeden Tag ein Video um 15 Uhr. Also seid das nächste Mal, beziehungsweise morgen auch wieder am Start. Und übermorgen, und übermorgen. Also falls du noch nicht abonniert hast, klicke jetzt auf Abonnieren. Und es ist super einfach. Damit bist du ein Teil der YMG, der Movement Gang, schon 3,6 Millionen Abonnenten. Ihr müsst abonnieren. Wir wissen. 70, nicht 60, 70% von euch haben nicht abonniert. Digga. Das heißt, so viele von euch gucken und abonnieren nicht. Okay? Leute, einfach egal. Bitte abonnieren. Einfach mal abonnieren. Kann, auch mal gönnen, damit ich nicht sein. Immer so viel labern muss hier. Falls ihr Bock habt auf mehr Challenge mit uns, dann lasst einen dicken Daumen hoch. Und ich würde sagen, zeigt einfach, wie krass ihr seid. Zeigt einfach, wie krass ihr seid mit einem Daumen hoch. Ich würde sagen, in den ersten 24 Stunden. Was denkst du, schaffen wir? Nicht übertreiben. Honestly? 5.000? Nein, nein, über 15. Sagen 15? 5. 5.000? 5 Likes. Ach, 5 Likes. Nein, Leute. Schaffen wir es in den ersten 24 Stunden. 15.000 Likes. Das wäre... Ja. Komm, 18.000 Likes in den ersten 24 Stunden. Ich weiß, wir kriegen das hin. Und zeigt einfach mal, falls wir das überbieten, wie krass ihr seid und einen einfach supporten, Alter. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt auch direkt an. Die erste Frage ist, was ist teurer? Ein italienischer Windhund oder ein sibirischer Husky? Was denkst du? Sibirischer Husky, das weiß ich. Sibirischer Husky, denke ich auch. Wir locken die Frage ein. Die Antwort. 3, 2, 1. Ja. Oh mein Gott, wie ja? Was? Wie ja? Der Windhund ist schneller und der ist teurer. Aber 2000 Dollar für einen Windhund? Oh mein Gott. Ja, ich würde auch sagen, eigentlich ist der... Ah, das ist dieser, der... Die so schnell laufen. Weil die Leute können Geld draufgeben. Ach so. Okay, also Leute, okay. Ihr könnt mitspielen, ja? Nicht vergessen, ihr könnt mitspielen, ratet und schreibt einfach unten einmal in die Kommentare rein. A oder B, je nachdem. Aber ehrlich, Leute, wer hat auch gedacht, das war Husky? Ich dachte auch Husky. Diese schöne, blaue, arge, kleine Wolfie. Guck dir diese, da ist echt so. Okay, zweite Frage. Okay. Kristalle oder mehr Kristalle? Also welche von diesen beiden Taschen, die beiden aus Kristalle sind, ist teurer? Der mit ein bisschen Kristalle oder der mit extrem Kristalle? Der mit bisschen. Echt? Ja. Ich würde sagen mit mehr, weil mehr ist dann noch teurer, oder? Und wenn es ist ein kleinere, das ist mehr einfach zu finden. Die loggen wir die Frage ein, die Antwort, ich sag mal Frage. In 3, 2, 1. Oh mein Gott! Oh, 3.400 Dollar? Digga, ich dachte, diese 160 Dollar Tasche wird hier alles übernehmen. Warum sind wir eigentlich so weit weg? Digga, was? Nein, nein. Okay, da hast du gut gemacht. Congratulations. A girl loves her diamonds. Ja. Okay, kommen wir direkt zum nächsten. Pennies oder Dimes? Das sind Münzen. Welche von diesen Münzen ist teurer? Die linke, die goldene oder die rechte mit den Silbern? A dime. Dime? Ich sag der Penny. Because you always say, girl, you are dime. Wie sagst du? Du meinst dime, rechte? Mhm. Okay, ich sag Gold, cooler. 3, 2, 1. Tihi. Habe dich gesagt. Okay, habe ich ein bisschen verloren hier gerade? Das war ein bisschen dumm das von mir. Das hier ist Silber, das ist Kopper. Kopper. Ah, Kopper, so verstehe ich jetzt. Nissi weiß. Okay, kommen wir gleich zum nächsten. Ja. Oh, das ist interessant. Ein Flug zum Mond oder die Chicago Cubs? Die Chicago Cubs. Also ein Flug zum Mond oder du bist Besitzer einer Baseballmannschaft. Sagst du echt? Mhm. Der ein Flug Chicago zum Mond? Cubs ist, sind so groß. Ich war in Chicago, du weißt. Chi-Town. Und, okay, okay, verstehe nicht. Ich würde sagen, aber ein Flug zum Mond, dein Flug zum Mond. Du kannst, wenn du genug Geld hast, kannst du alles machen. Aha. Flug zum Mond, easy. Ich würde sagen, Flug zum Mond, loggen wir ein. 3, 2, 1. Toja. Eine Milliarde? Digga, wer zum Teufel gibt eine Milliarde für ein Baseballteam aus, Digga? Also Chicago Cubs sind... Ist doch scheißegal, wer das sind. Eine Milliarde? Für ein Baseballteam? Der macht ein Geld. Viel Geld. Oh, Betting. Hallo. Ich verstehe. Aber 750 Millionen für Einflug auf den Mond? Ich frage mich sowieso, warum sind wir doch nicht wieder auf den Mond gekommen seit damals? Ja, danke schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein Trip nach Disneyland oder das Kleid? Das Kleid sieht echt Müll aus. Die Kleid. Ich würde auch sagen, das Kleid, denn ansonsten wäre die Frage nicht da. Ich bin Sherlock. Ich was überlege. Ist das für ein Kleid? Das ist von Hulk. Das ist von, wie heißt der Typ nochmal aus dem Sumpf da? Schreck. Schreck. Das ist Schreck sein Kleid. Mhm.
Also was sagst du, das Kleid oder dein Trip nach Disneyland? Das Kleid. Ja? 100%. Okay, ich sag auch Kleid, weil du sagst, sonst werde ich Fragen nicht da. Es sieht wie Silke aus. 3, 2, 1. Oh, hell, na, warte mal ganz kurz. Allein ein Trip nach Disneyland, ich weiß nicht, wo ich gerade anfangen soll. Ein Trip nach Disneyland, $3,485? Ich dachte, Disneyland. Wir waren noch einmal da, oder Schale. Nicht? Warte, wir waren noch einmal da. Ja, ich muss das heißt, ich habe keine 3000 bezahlt dafür. Nein, ich habe 30 günstiger Rabattcode. Wir haben auch diese Coupon-Codes. Grüße, reinkommen. Und ich habe gesagt, dass Simon war 5 Jahre alt, so er kann. Ich bin als Kind reingekommen. Ja, ich habe gesagt, er ist ein bisschen so. Okay, krass, aber $4,000 für einfach ein grünes Kleid von Schreck? Muss echt nicht sein, Alter. Okay, nächste Frage. Dieser Stein oder diese Yacht? Der Stein, das ist ein Meteorit. Sieht oder Granit oder so. Ja, für mich sieht es aus wie ein Stein. Ja. Für mich sieht es einfach nur aus wie ein Stein. Deswegen, was sagst du, Stein oder Yacht? Was ist teurer? Stein. 3, 2, 1. Ich sag Yacht. Und log in. Ah. Ja, ein Stein kostet nichts. Kriegst du einfach irgendwo ein Zimmer. I thought it was something expensive. Ich dachte auch, aber die haben uns getrickt hier. Die haben uns veräppelt. So, 275 Millionen für ein Boot, für den Yacht. Ja, wenn man es über hat, da muss ich ungefähr noch so. Ja, wie lange muss er dafür arbeiten? Bestimmt so roundabout, lass mal rechnen. 3926 Lichtjahre. Nächste Frage. Ich habe keine Ahnung, wieso die beiden hier gerade gezeigt werden, aber wer ist teurer? Johnny Depp oder Tom Hanks? Aber lass uns erstmal überlegen, was bedeutet überhaupt teurer? Also kann ich jetzt einen kaufen und kann ich ihn kaufen und einfach nach Hause nehmen so? Nein. Aber was, wenn ich so einen Tom Hanks einfach zu Hause haben will? Dann ruf er an und sag, ich will ihn haben da. Ich will ihn haben in meinen kleinen hier in der Küche, lass ihn so rumlaufen. So, hey, hey Tom, hier, komm Tom Hanks. Oh, Johnny Depp wäre aber echt cooler, ne? Ja. Komm Johnny, komm, komm mal. Charlie, the Chocolate Factory. Zum Beispiel. Kann man vieles machen. Also, wer sagst du dann ist teurer? Johnny, er hat dieses Gesicht, das macht alle Schauspieler. Ich sag Tom Hanks. Das ist genauso einer, von denen erwarte man nicht. Er ist wahrscheinlich auf Undercover der reichste von allen. 3, 2, 1. Hey. Aber 350 Millionen ist schon eine Ansage. Moment, guck mal. Johnny Depp 400 Millionen. Tom Hanks 350 Millionen. Wie viel ist das zusammen? 750. Und was kostet 57 Millionen? Ah ja. Ein Flug zum Mond. Wenn ich die beiden überrede, dass sie mir einen Flug zum Mond kaufen, dann könnte ich es auf den Mond schaffen. Also, my brother Johnny, if you see this, and my bro Tom, if you want me to go to the moon, please pay me the ticket for moon. Danke. Okay, ein Riesenbär von Costco oder ein Diamantenring? Der Diamantring sieht fake aus, also wenn ich ein richtiges Diamantring. Okay, ich sag, der Bär ist teurer, weil der Diamantenring, ich glaube, die wollen mich ja verarschen. Deswegen 3, 2, 1. Oh! Habt ihr das richtig gehabt? Ich glaube nicht. Ihr dacht wahrscheinlich echt, der Ring ist teurer, ne? Nee. Diese $280 kostet dieser Riesenbär. Du hast das gekauft. Ich wollte nur mal ganz so sagen. Ja, erinnerst du dich? Ich habe dir mal so einen Riesenbär gekauft. Just saying. Einfach $280, es aber war 25 trotzdem. Und er hat so geweint. Es war Angebot $10. So, nächste Frage. Oscar oder dieser Pen? Dieser Stift? Diese Stift. Ich glaube auch der Stift, weil sonst wäre die Frage nicht da. Ich krieg das doch mit. 3, 2, 1, log mal ein. Und? Ein Stift für $1,200, Digga. Du bist doch ganz dicht. Digga, aber warte mal, ich dachte, Oscar ist was richtig krasses. Ich dachte, er kostet, keine Ahnung, 3 Milliarden oder so. Yeah, I thought it was just a simple, like, yeah. Nee, ich dachte, das ist richtig krass, Gold, Diamant, alles dabei, $900? Oscar, da enttäuschte mich aber, Alter. So, die letzte und finale Frage. Was ist teurer? Diese Katze, die lächelt, oder diese Katze, die lächelt? Die erste, ich kann sehen hier, das ist eine Tigerkatze und diese sind so teuer. Verstehe ich nicht. Ich würde sagen, die zweite Katze, weil ich weiß nicht, welche von den beiden teuer ist. Loggen wir ein. 3, 2, 1. Unbezahlbar. Oh, verstehst du? Lächeln von der Katze ist unbezahlbar. So, auf denen nicht alles ist irgendwie geldmäßig. So, ha, ein Lächeln von der Katze. Ha. Hey, wow. Hey, romantisch, süß. So ein Nee. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hattest du Spaß? Weil du siehst gerade echt nicht so begeistert aus. Priceless. Ja. Es war pricelessly fun.
Ah, das. Wow. Okay, Leute, wir sehen uns morgen wieder 15 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und nicht vergessen, abonnieren. Und wir weiter. Daumen hoch. Wir sehen uns bald wieder. Bye, guys.